Deutschlandfunk, Sternzeit. 21. November, das perfekte Weltraumdinner. Ende kommenden Jahres soll der Saarländer Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation reisen. Solche Missionen sind teuer und so nutzt die Europäische Weltraumorganisation ESA jede sich bietende Gelegenheit, um die Werbetrommel für die astronautische Raumfahrt zu rühren. Jetzt hat man sich, kein Witz, eine Kochshow ausgedacht, in der darüber entschieden wird, welches persönliche Menü Matthias Maurer in den Modulen gereicht wird. 10 Gastronomen aus dem Saarland nehmen am Wettbewerb um das Crew Choice Menu teil. Eine Gastronomin hat man wohl nicht gefunden. Das passt perfekt zur deutschen Raumfahrt, denn hierzulande gibt es bald 12 Astronauten, aber es war noch nie eine deutsche Frau im All. In einem Web-Voting wurde die Menüriege schon auf 3 eingekocht. Heute Abend nun tischen die Finalisten ihre Speisen in einer Fernsehshow einer kritischen Jury auf. Dazu gehören unter anderem die Chefin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der Ministerpräsident des Saarlands und der ESA-Generaldirektor. Das Siegeressen wird dann noch auf Weltraumtauglichkeit getrimmt. Speisen für die Umlaufbahn sollten wegen des im All schwächeren Geschmackssinns stark gewürzt sein, dürfen aber nicht viel Salz enthalten. Zudem müssen sie schön am Löffel kleben, damit nicht einzelne Brocken abheben und durch die Module schweben. Man könnte den Eindruck gewinnen, Matthias Maurer fliegt vor allem zum Essen nach oben. Aber vielleicht plant die ESA ja noch eine Show zur Auswahl seiner interessantesten Weltraumexperimente.